kein anderer Komponist ist Wolfgang Amadeus Mozart nicht nur in Konzertsälen präsent, sondern auch in vielen Telefonwarteschleifen, Kaufhäusern und Arztpraxen. Auch für viele Merchandise-Artikel wird der Name des Komponisten oft verwendet. Warum ist Mozart nun eigentlich so populär? Als wir versuchten, dieser Frage auf den Grund zu gehen, stießen wir schon sehr bald auf den sogenannten Mozart-Effekt. Man fand heraus, dass eine halbe Stunde Mozart-Musik dieselbe Wirkung hat wie 10 Milligramm Valium. In Edmonton in Kanada konnte man einen Rückgang des Drogenhandels verzeichnen, nachdem die Fußgängerzone mit Mozart-Musik beschallt wurde. Wir haben für Sie im Zentrum von Mannheim 50 verschiedene Geschäfte und Betriebe ausgesucht, in denen eine Woche lang Mozart-Musik gespielt wird. Diese Lautsprecher wurden 1972 in der Olympiade in München eingesetzt. Heute werden sie auf dem Dach dieses Fahrzeugs der Abfallwirtschaft Mannheim montiert und werden eine Woche lang die Fußgängerzone der Stadt beschallen. Tolle Meldung so von Agence France-Presse und hieß 3000 Hühnern bei Mozartfestspiele. Und das fanden wir ganz toll und haben wir ein bisschen nachrecherchiert, gefragt, was es ist. Und wir sind heute da, weil unsere Zuschauer das mal sehen wollen. So, was Ihre Hühner hören Mozartmusik seit einer Woche. Was kann man jetzt sagen schon nach einer Woche? Ich kann noch nicht sehr viel sagen. Wir haben die Eier jetzt gezählt. Sie legen bisher leider noch nicht mehr Eier wie vorher. Die Hühner sind ruhig, die kommen ja Mozartmusik sehr gut klar. Ob es ihnen seelisch besser geht, kann ich leider nicht sagen. Um uns von der kulinarischen Seite des Mozart-Effektes ein Bild zu machen, haben wir uns mit dem Operdirektor Dietmar Schwarz zum Brunch verabredet. Wir haben nämlich gesehen, dass er gestern Mozart-Eier gekauft hat. An so einem Tag wie diesen, mitten in der Mozartwoche, was isst man da eigentlich am besten, um fit zu bleiben? Ja, wir haben gleich um eins ein Vorsingen, was noch dazu kommt zu der Mozartwoche. Und da ich ja zum Glück ganz in der Nähe vom Theater wohne, kann man da kurz was zusammenschmeißen. Das Öl ganz heiß machen, ausschalten und die Eier rein und warten, bis sie durch sind. Ja, wir haben es gefunden, das Kehrichtfahrzeug der Stadtwerke. Jetzt wollen wir doch mal fragen, wie die Mannheimer und Mannheimer das denn so finden, dass hier Musik spielt. Ich sehe, einige weichen hier aus. Mozart in der Fußgängerzone, wie finden Sie das denn? Super. Das ist von Ideenwerk Innenstadt. Wir machen hier einen Feldversuch und wir probieren aus, was passiert, wenn eine ganze Stadt mit Mozartmusik beschallt wird. Das haben wir hier Mozart in der Fußgängerzone zum Beispiel. Was findest du denn davon? Ich finde ein paar Leute, denen wird es wahrscheinlich gefallen, ein paar Leute nicht. Und dir? Ich finde es beruhigend. Also Stress abbauen beim Einkaufen. So. Auch Hausaufgaben oder Einkaufen mit Mozartmusik? Nee, das müsste nicht sein. Hausaufgaben nicht, aber der Rest ist gut. Stress manchmal auch daheim, ist gemütlich. Okay, danke schön. Hallo, darf ich euch mal was fragen? Mozart in der Fußgängerzone, was findet ihr davon? Scheiße. Ja, ausgezeichnet. Mozart ist einer meiner Lieblingskomponisten. Neben Händel, Bach, Beethoven. Ja, das ist ein Hornkonzert. Ich kenne es. Ich kann aber nicht sagen, welches es ist. Ich könnte es mitpfeifen, ja. Sie arbeiten ja jetzt schon seit einigen Tagen mit der Begleitung von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie ist das denn so? Naja, die Leute fragen uns halt immer, aber ich selber stehe nicht so auf die Musik, aber geht rum. Wird die Arbeit etwas leichter jetzt von der Hand? Nö, ist selbe Arbeit. Irgendeinen Unterschied gemerkt in dieser Woche? Bitte? Haben Sie irgendeinen Unterschied feststellen können in dieser Woche? Nee, keiner. Alles selber. Was ist denn so die Reaktion von den Passanten hier in Mannheim, die Sie so begegnen? Na gut, die Frage halt, warum, weshalb, wieso, warum ich die Anlage habe, kriegen Sie die Zettel halt in die Hand gedrückt und dann ist in Ordnung. Okay, haben Sie vielen Dank und ja, ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen, beschwingten Tag. Dankeschön, gleichfalls. Auf Wiedersehen.
Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute, denn ich guck mal hier auf die Uhr, wir müssen jetzt echt schnell zum Nationaltheater wieder Eier verkaufen. Also bis morgen, tschüss.